bitte zum Mitnehmen. Mit Fleisch? Nein, nur mit Gemüse bitte. Ich hoffe, er hat eine gute Erklärung dafür. Was denkst du, kleines Mädchen? Was ich denke? Na, von dem Bild da oben. Ach so. Ich denke... Spuck dein Kaugummi aus. Das macht man nicht, wenn man sich mit jemandem unterhält. Eine China-Pfanne ohne Fleisch zu mitnehmen? Ich! Don, ich bin gerade mit Marlon und ich feiere meinen Monatstag. Ich bin glücklich. Wusstest du, dass dieses Hotel unseren Nachbarn gehört? Ja, sie haben mir das empfohlen. Ist heute etwas passiert, was mir nicht gefallen würde? Nein. Sicher. Ja, hast du Hunger? Ich esse das nicht. Aber du liebst Pizza. Schmeiß sie weg. Wo liegt das Problem? Wo das Problem liegt? Hast du mich jemals Zwiebeln essen sehen? Die Zwiebeln sind für mich. Sie ist auf der ganzen Pizza verteilt. Gut, ich kann sie dir entfernen. Ach so, damit ich die Pizza kalt essen darf. Und wenn ich dir eine neue bestelle? Diesmal mit was? Butter? Koriander? Alles, was ich hasse? Willst du dich jetzt wirklich an unserem Monatstag streiten? Du hast versagt. Sag, dass du versagt hast! Ich habe das alles alleine aufgebaut. Wirklich? Ja. Ich habe dich bereits gefragt, ob heute etwas passiert ist, was ich wissen sollte. Jemand hat die Pizza hochgebracht. Wer ist dieser jemand?
Pixie, unsere Nachbarin. Pixie? Konntest du nicht ihren Mann nach Hilfe fragen? Sie ist verlobt. Sie hat mir nur die Sachen hochgebracht. Weil er ein Versager nicht einmal seine eigenen Sachen hochbringen kann. Weißt du was? Du hast recht. Ich bin ein Versager. Zufrieden. Erst wenn du es wieder gut gemacht hast. Toni hat immer darauf geachtet. Den Wagen um 21 Uhr vor der Tür. Ich organisiere das schon. Brauchst du Hilfe? Kaya! Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, ob jemand unten an der Rezeption ist? Ich habe gerade eingecheckt, aber sie ist dann direkt nach oben. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Monatstag. Ja, vielen Dank, Pixie. Das ist wirklich ein sehr schönes Hotel. Du hast vergessen zu drücken. Doch. Vielleicht nicht doll genug. Wohin soll's denn gehen? Zweite Etage, bitte.
Wo warst du? Einkaufen, ich mach uns Brunch. Und du denkst, du kannst es damit wieder gut machen? Wie kann ich dich denn sonst wieder glücklich machen? Ich will, dass du nie wieder mit Bixi redest. Ich weiß, wie sowas endet. Mich. Du löst nie Probleme. Du kommst nie zu mir. Du kannst nichts. Außer vom Problem wegrennen. Und ich habe es satt. Und es muss sich ändern. Diese Beziehung ist überhaupt nicht, wofür du kämpfst. Nicht, wo du hinterstehst. Ich weiß nicht mal, ob du bleibst. Ich brauche Sicherheit, verstehst du? Ich brauche Versprechungen, dass du bleibst. Nicht nur, wenn es einfach ist, sondern auch, wenn es schwierig wird. Wusstest du, dass die Hälfte aller Männer fremd geht? Was soll ich denn sonst machen, wenn selbst ein normales Leben für dich dein Vertrauensbruch ist? Gib mir dein Handy. Ich dachte, wir gehören nicht zu den Paaren, die ihre Handys durchsuchen. Also gehst du mir doch fremd. Wolltest du was von Bixi? Es war ein Smiley, mehr nicht. Ich hasse dich. Verschwinde aus meinem verfickten Leben. Wie soll ich mit jemandem zusammen sein, der so ausrastet? Toni, meine einzig wahre Liebe würde mir sowas niemals antun. War mir klar, dass du mich niemals geliebt hast. Wie kann ich dich lieben? Wie soll ich dich lieben? Du bist auch nicht wie Toni! Du warst dir von Anfang an nicht sicher mit mir! Wo willst du hin? Niemand wird dich so lieben wie ich! Ich hätte dir niemals vertrauen dürfen. Ich bin diejenige, die dir nicht vertrauen sollte! Du hast nichts von unserer Trennung gelernt! Du stehst dir nur selber im Weg. Haltet eure Fressen und trennt euch endlich! Tut mir leid. Es kommt nicht wieder vor. Bitte zu mir zurück. Mann!
Wann hast du Feierabend? Okay, mach ich. Bis gleich. Hier ist Kaya. Ich würde gern Essen bestellen für in einer Stunde. Vielen Dank. Wöchentlich? Monatlich. Wie oft habt ihr Sex, sag schon? Du weißt ja, wie oft ich es bei dir nachhole. Haben wir Sex, weil du Bock auf Sex hattest? Oder weil du Bock auf mich hattest? Du enttäuschst mich nie. Kaya, wollten dein Freund seinen Rasierer? Was? Der Rasierer. Sie wird das gleich merken und gehen. Schatz, lass uns unseren Monatstag noch feiern. Gestern haben sie sich beschwert, weil es hier so laut ist. Der Verlobte ist hier, Kaya. Und dann wird's das Spiel? Hör auf, du blamierst mich. Schatz. Hör auf, mich zu blamieren. Du hast doch Feierabend. Was machst du hier? Ich wollte dich gerade anrufen. Kaya kann es besser erklären. Wir wollten kochen. Um die Liebe zu zelebrieren. Ihr heiratet bald. Wir haben unseren Monatstag. Don hat aus der Küche Geschirr geholt. Setzt euch! Na los! Funktioniert, oder? Auf jeden Fall. Ich habe eigentlich nicht so viel von ihr gehalten, aber jetzt? Ja, sie ist schon echt eigenartig. Aber egal, heute wird ein wirklich schöner Abend. Steht dir? Stinkst
nach Alkohol. Geh rein, die warten. Für mich allein zu haben. Und ich kann mich auf unsere Fächer machen. Oh, das ist auch gut sein. Oh, das musst du probieren, Schatz. Das habe ich gekocht. Nur für dich. Das habe ich gekocht. Für dich. Weißt du? Dein Mann kann das. Auf jeden Fall. Du hast ja immer noch nicht die Champagnerflasche geöffnet. Was gibt's Neues? Eine Erkenntnis. Lass die Gäste als erstes reden. Laut Kaya geht jeder dritte Mann fremd. Jeder zweite. Das heißt ja, dass jede zweite Frau auch fremd vögelt. Sonst geht's ja nicht auf, ne? Das stimmt nicht. Er macht nur Witze. Ich will sauber machen. Selbst wenn es stimmen sollte, wie soll man das schon beweisen? Das ist ganz einfach. Mit dem Handy. Die letzte Nachricht verrät alles. Stimmt's, Kaya? Gib mir dein Handy. Ich dachte, wir gehören nicht zu den Paaren, die ihre Handys durchsuchen. Nichts? Nur eine unbekannte Nummer, die geschrieben hat, bis gleich, vor 2 Stunden. Du hast nicht geantwortet. So sollte das sein. Dein Handy. Habe ich nicht dabei. Scheiße, jeder hat sein Handy dabei. Es liegt im Auto. Deswegen konnte ich dich nicht erreichen? Er hat's wirklich nicht dabei. Verdammt nochmal, Privatsphäre ist. Und ich dachte, wir zelebrieren heute die Liebe. Und die Liebe muss man beweisen. Lassen wir das jetzt? Na, sag schon. Oder hast du den jetzt auch schon vergessen? Schatz, du stehst jetzt total als Betrüger da. Das muss jetzt nicht sein. Ihr seid doch alle krank! Mein Mann ist kein Betrüger. Ich kontrolliere sein Handy jeden Tag. 3221.
war seine letzte Nachricht? Bis gleich. An seine Mutter. Er war vor 2 Stunden bei seiner Mutter. Er hatte recht. Ihr seid alle krank. Du bist krank. Warum bist du so peinlich? Kannst damit aufhören. Ich habe die SMS gelesen. Es gab nie eine SMS. Das hast du selber gesagt. Ich habe gelogen. Warum sollte man dir jetzt noch glauben? Ich rufe die unbekannte Nummer an und es klingelt bei Dawn. Wir reden doch gerade darüber, dass du mich blamiert hast. Es ist doch offensichtlich, dass ihr beiden... Du denkst wirklich, dass ich mit Dom geschlafen habe? Bin ich eine Schlampe für dich? Bin ich eine verfickte Hure, habe ich gefragt! Nein. Er hat mich getröstet. Du hast mich verlassen! Weißt du das noch? Das ist alles deine Schuld. Weißt du was? Ich werde dich genauso verlassen, wie Toni mich damals verlassen hatte. Ich werde dich genauso verlassen, wie Toni mich damals verlassen hatte. Ich bin so satt! Dass wir unsere Liebe nur beweisen können, die mir verletzt sind. Hast du mich gerade geschlagen? Ich hasse dich! Ich liebe dich! Nein, das tust du nicht! Tust nicht! Du benimmst mich wie ein Kind! Tust nicht! Nein! Tust nicht! Nein, tust du nicht! Tust nicht! Nein! Tust nicht! Was hast du denn getan? Was ich getan habe? Was ich getan habe? Geht da? Du was? Komm mir nicht näher. Komm mir nicht näher. Sonst schrei ich und keiner wird dir glauben. Ich bin schon längst da. Wo bist du? Schatz, es tut mir wirklich leid. Ich habe in der letzten Sekunde noch ein Tor reinbekommen. Dann sag Bescheid. Meine Anrufe ignoriert man nicht. Wollen wir gehen? Hast du dir das Gemälde mal richtig angeschaut? Gelbe Rosen? Wieso ist das nicht deine Lieblingsblume? Nein. Das meine ich nicht. Das Gemälde hat mich an etwas anderes erinnert. Und? Weißt du, eine gute Eigenschaft hatte Marlon. Er würde niemals meine Anrufe absichtlich ignorieren.